Eben noch bei Bootssport Gref in Speyer mein Boot fit gemacht. Und jetzt sind wir hier schon in Italien auf dem großen Fluss. Mein Boot ist die reinste Fangmaschine geworden. Lasst uns vertikal angeln auf Wels. Ich grüße euch hier von der Bahn. Ich bin gerade auf dem Weg nach Speyer, denn ich möchte mein Boot etwas aufpimpen. Ich brauche ein paar neue Sachen, um vielleicht noch erfolgreicher angeln zu können. Und bin jetzt gerade auf dem Weg zum Christoph. Und nehme euch mal mit und zeige euch mal, was dort passiert. Ihr seht da schon die ersten spannenden Kartons, die wir gleich anmontieren, beziehungsweise die Geräte da drin. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und gucken, ob er da ist, der große Meister. Da wird noch Frühjahrsputz gehalten. Moin, werd ihr ganz nass? Ja. Frühjahrsputz. Jawohl, muss man sagen, jetzt im Frühjahr jetzt, wo alles so schmutzig war, der ist. So wie die Boote. Genau wie die Boote. So wie die Boote müssen natürlich auch hier der Eingangsbereich nach dem Dreckwetter wieder gereinigt werden. Wer bist denn du? Ich bin der Vater von Christopher. Und das ist ja cool. Familienunternehmen. Das Händler-Dasein ist vorbei, seit er die Firma hat. Familienunternehmen, das ist doch immer sehr gut, ne? So was, jetzt schauen wir mal rein zum Chefe. Sitzt da und arbeitet. Wir müssen noch kurz warten. Moin, moin, junger Mann. Na? Und? Dick im Stress, alles gut soweit. Ja. Ja, viel Arbeit, ne? Viel Arbeit, ja, ist aber wichtig. Ja. Ja, das muss. Hast den Hof wieder voll stehen, da stehen ja spannende Boote. Ich zeige euch nachher mal, was da alles für Koryphäen rumstehen. Ich hab Echolot schon dabei, okay, haben wir ein was zu tun. Die anderen Sachen hast du bestellt? Andere Sachen sind bestellt, Pumpmotor ist bestellt. Boot müsste auf dem Hof stehen, ne? Ja, das hättest du ein bisschen sauber machen können, ne? Ein Angelboot oder mein Angelboot sieht immer ein bisschen anders aus als deine edlen Lundboote. Ja? Ihr habt da einen Teppich drin und alles, aber das zeige ich euch alles noch. Wo sind wir hier? Ich stelle mal kurz vor, Christoph Gref. Kenne ich schon lange. Hier ist die Werkstatt in Speyer, wo ich mein Boot immer durchchecken lasse, kleinere Reparaturen machen lasse. Alles, was so anfällt, wenn man zwei linke Hände hat, so wie ich, braucht man natürlich einen Meister, der es kann, damit man auf dem Wasser immer sicher unterwegs ist. Und da sind wir jetzt gerade bei dir. Wie lange bist du hier schon unterwegs? Bootssport Gref, wie lange gibt es das? Also wir sind jetzt 3,5 Jahre hier und kümmern uns alles eigentlich rund ums Boot. Ne? Hauptsächlich Angelbereich, aber eben Motoren. Egal ob es Sportboote oder Angelboote, machen wir alles mit. Inspektionen, Montagen, Antifouling, alles rund ums Boot. Also rundum, sorglos, Elektronik, komplett. Alles? Also Installationen, Echolote, Elektromotore, Ankersysteme, alles komplett. Okay, gehen wir mal raus zu meinem dreckigen Wallerboot und holen es mal in die Halle. Und dann schauen wir mal, was wir da heute an Neuerungen drauf basteln. Schaut euch mal den Kutter hier an. Nur vom Feinsten. Teppich, Ledersitze. Ich
glaube, die Boote, die man hier sieht oder wo Christoph dran gerade arbeitet, das sind auch die Boote, die auf den großen Meisterschaften auftreten. Da ist er ja auch selber vertreten. Aber baut auch die Rennschüsseln zusammen, dass man als Erster am Spot ist. Aber da wird er uns noch selber was erzählen. Da hinten ist mein Baby. Ist zwar nicht ganz so sauber wie die Teile da, aber so muss ein Wallerboot aussehen. Das gute Stück kommt jetzt da rein. Da sieht man schon, ne? Das ist geil. Christoph hat eine riesen Halle, riesen Tore. Also hier kann man auch Yachten reinschieben. Hier kann wirklich jedes Boot, vielleicht sogar so ein Schubschiff vom Roy, glaube ich nicht. Aber hier ist gut Platz und hier geht es dann sofort los. Egal, was ihr für ein Problem habt, wird hier gelöst von seinen Mechanikern. Das sind alles erfahrene Jungs. Fett. So, jetzt holen wir das erstmal rein und dann zeigen wir euch mal ein paar spannende Sachen, wo ihr sicherlich auch mitlernen könnt. Ja, weil es gibt ja so bestimmte Kniffe und so weiter und so fort, wenn man verschiedene Sachen an ein Boot anbringt, wie es dann funktioniert. Ich muss erst mal das Wasser abpumpen, dass die Jungs hier auch gescheit arbeiten können. Ja, so sieht es aus in der Realität. Ein Boot, was im Einsatz ist, ist halt nicht picobello wie ein Boot, was die ganze Zeit hier in der Halle steht. Und mein Boot ist eigentlich das ganze Jahr über auf dem Wasser. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier ist das gute Stück, was wir heute montieren werden. Das neue Garmin GPS Map 1222 XSV Plus. Karte bereits mit integriert. Downscan, Sidescan, normale Echo-Ansicht, Kartenplotter, Touchscreen. Also wirklich ein geiles Gerät. Und hier ist das Wichtigste von so einem Echolot, nämlich der Geber, der unter Wasser alle Informationen euch einfängt und auf euren Bildschirm transportiert. Bei mir am Boot sind die Sachen schon vorbereitet. Jedes Boot ist ja da auch anders, wie die Kabel gezogen werden. Aber mich interessiert eins, wo kommt denn eigentlich so ein Geber hin, wenn am Boot noch nichts vorbereitet ist? Wenn man jetzt nur eine Bootsschale holt und will sich zu Hause irgendwas zusammenschustern, wo muss denn eigentlich dieses Ding sitzen, damit man hier auf dem Echolot auch ein gutes Bild hat? Und da frage ich jetzt mal hier den Meister, den Monteur von Christoph. Ich guck mal, wo der rumwuselt. Der schraubt ja hier die ganze Zeit, was der uns da für einen Tipp geben kann. So, wo ist er, der Fritz? Da hinten wurschtelt er gerade. Und ich glaube, der macht gerade genau das, was uns auch interessiert. Ich sehe, du montierst hier gerade einen Geber, oder? Ja. Und das ist ja das Spannende jetzt. Wir fragen jetzt einfach mal, warum genau dort jetzt irgendwas montiert wird. In der Regel kommt normalerweise der Echolotgeber auf die Steuerbordseite bei einem rechtsdrehenden Motor. Ungefähr, je nach Herstellervorgaben, zwischen 25 und 40 cm von der Schraube entfernt. Die Höhe muss man festlegen mit Hilfe einer Stange oder einer Latte, um mit dem Bootsboden gleichzukommen. Die etwas höhere Seite sollte einen Zentimeter circa unter dem Bootsboden sein. Es ist ein klein bisschen eine Spielerei, weil der Abriss des Wassers kann die Anzeige des Echolotes stark beeinflussen. Es ist also schon etwas eine Spielerei mit der Höhe. Man kann etwas höher oder etwas runterfahren, um eine exakte Anzeige zu kriegen, eine blasenfreie Anzeige zu kriegen. Also, wenn er zu tief sitzt, spritzt hinten eine Fontäne raus, genau. Und dann ist es zu tief, definitiv. Genau, und da hat er uns ja eben einen tollen Tipp gegeben. Wir können das euch nachher vielleicht noch mal zeigen. Er legt hier eine Platte erstmal drunter am Anfang, um die exakte Höhe zu bestimmen. Und jetzt wird er knapp unter dem Kiel hier, mit der Kielung an der Seite, angebracht. Aber, wie der Meister sagt, das ist, muss man immer wieder probieren, ne? Von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es sind hier Längslöcher angebracht. Man kann praktisch hier die Mittellinie von einem Längsloch nehmen, um den Echolot in eine sogenannte Mittelposition zu schrauben.
Er wird mit Sicherheit, wenn er tiefer sitzt, exakter anzeigen, aber die Möglichkeit, dass er Wasser aufwirft, ist natürlich dementsprechend umso größer. Setze ich ihn zu hoch, kann es natürlich sein, dass Luft eingebracht wird und das Ganze nichts mehr anzeigt. Also hier muss man praktisch zwischen diesen beiden Punkten etwas experimentieren, um eine dementsprechend exakte Anzeige zu kriegen. Und warum kommt ihr jetzt auf die rechte Seite? Bei einem Rechtsdrehmotor grundsätzlich Steuerbord, weil wir, wenn er linksdrehend ist, der Propeller, Sedimente in die Anzeige praktisch einwirbeln kann. Okay, das ist logisch. Das habe ich so auch nicht gewusst, aber die Schrauben der meisten Motoren sind Rechtsdreher und treiben den Dreck dann bei der Fahrt nach links weg. Und wenn links der Geber sitzen würde, hättet ihr wahrscheinlich dauernd ein verrieseltes Bild. Deswegen rechts. Jetzt schauen wir mal, was bei meinem Boot eigentlich zu machen ist. Und ich hoffe, der hört jetzt hier auf und fängt bei meinem an, denn ich will angeln gehen. Was ich euch mal zeigen will, bei mir, das ist eine ganz coole Sache, ich habe den Geber nicht fest mit dem Bootsrumpf verbunden, sondern so ein Klappmechanismus hier dran, der ist dafür da, wenn ich irgendwo mal Grundkontakt habe, klappt mein Geber hoch. Also ich reiße mir nicht direkt ab, sondern der Geber geht mit hoch, ich habe keinen großen Schaden am Boot, das kann auch passieren, wenn das Wasser mal fällt, in Italien kommt das ja öfters der Fall, dass das Boot mal hin ein bisschen aufliegt, geht der Geber mit hoch und hier seht ihr meinen alten Garmin-Geber und das muss jetzt hier alles ab und da bin ich echt mal gespannt, wie das geht, weil hier ist der Riesengeber, hier ist ein ganz kleines Loch im Bootsmaterial, in der Bootshaut. Wie das jetzt alles verbunden wird, das zeigt uns jetzt hier Fritz. Das ist ja schon mal super und wir haben uns einen Arbeitsschritt gespart. Ich benutze jetzt schon Jahre Garmin-Geräte und toll ist, dass die alte Echolot-Gabel, die schon fest eingebaut ist im Steuerstand, genau die gleiche Passbreite zur neuen Echolot-Gabel hat. Da sparen wir uns schon mal die Montage hier von dieser Gabel. Ansonsten habt ihr, wenn ihr ein Garmin-Gerät kauft, so eine Montage-Gabel dabei. Die könnt ihr in eurem Boot dort positionieren, wo sie hin muss. Und da wird euer Echolot dann später gerade eingehangen. Diesen Arbeitsschritt, Montage der Gabel, haben wir uns zum Glück gespart, weil das Echolot, also der Echolot-Bildschirm, die gleiche Größe hat. Die Stecker zur Stromversorgung und zum Geber passen perfekt auf das Nachfolgergerät und es passt auch zum Glück, weil es ist ja wirklich ein großer Bildschirm, zum Glück genau hier in meinen Steuerstand rein. Während Fritz jetzt die Elektronik für den Geber hinten vorbereitet, nutze ich mal die Zeit, um euch mein Boot vorzustellen. Viele kennen das ja schon von meinen zahlreichen Filmen und Abenteuern, die ich schon mit dem Boot hier gemeistert habe. Ich fahre das Swisscat 20 in der langen Version. Mein Boot hat eine komplette Länge von 6,33 Meter und eine Breite, eine Außenbreite von 2,15 Meter. Diese Form, die ihr hier seht, habe ich exklusiv für die Firma Swisscat entwickelt, designt. Das ist diese spezielle Aufteilung der Kisten, Stauräume und Flächen im Boot, die gleichzeitig einen Haufen Material schlucken. Ich sehe da hier, ich habe hier meinen ganzen Wallerschlotz, meine Angelsachen drin, ein großes Staufach noch, da klettern wir mal hoch. Zeige ich euch mal. Hier passt richtig Material rein, ein ganz stabiler Deckel. Alle Kisten sind wasserdicht, also schön mit großen Ablaufrinnen, wo das Wasser schön rausdrücken kann und gleichzeitig mir auch den Dreck mitnimmt. Am großen Deckel ist ein Hebearm eingebaut, dass der Deckel von alleine oben bleibt und nicht runterstürzen kann und gleichzeitig auch leichter auf und zu geht. Hier drüben ist nochmal das zweite große Staufach, wo auch reichlich Material reinpasst. Zur Aufteilung habe ich mir natürlich richtig Gedanken gemacht. Diese spezielle Aufteilung der Stauräume ist einzigartig auf dem Bootsmarkt.
Und für mich war es ganz wichtig, so ist auch diese Form der Kisten entstanden, dass ich auf dem Boot erstens sehr gut und bequem angeln kann, zweitens aber auch auf dem Boot ganz flexibel schlafen kann, ohne viel umräumen zu müssen. Und aus diesen Gesichtspunkten ist diese Form entstanden. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wenn das Bootszelt jetzt montiert ist, habe ich links und rechts einen Schlafplatz. Hier kommen starke Isomatten rein, wo ich dann später drauf liege. Die werden einfach ausgerollt und dann kann links und rechts ein Angler ganz bequem schlafen. Wir haben einen Haufen Platz. Und jetzt kommt das Wichtige, warum ich vorne diese Aussparung habe. Diese Aussparung ist dafür da, dass ich auch schnell aufstehen kann oder bei schlechtem Wetter im Boot gemütlich unter dem Schutz des Bootszeltes sitzen kann. Jetzt kommt ein Biss. Viele Ballerboote haben hier vorne eine Verlängerung und dadurch zwar eine etwas größere Liegefläche, aber haben dann das Problem, wenn ein Biss kommt, müsst ihr so nach vorne rausrutschen von eurer Liegefläche. Ich habe mir Gedanken gemacht und kann jetzt bei einem Biss ganz normal aufstehen, wie aus einem Bett, und vor an die Ruten rennen. Ja. So ist das zustande gekommen, das ganze System. Und auch wenn schlechtes Wetter ist, kann ich hier auf meiner Bettseite ganz bequem sitzen. Der zweite Angler kann mir ganz bequem gegenüber sitzen. Hier vorne im Boot habe ich meistens noch einen kleinen Tisch oder eine Alukiste stehen, auf der wir kochen können, unser Material liegen haben können. Und dann ist alles aufgeräumt, alles gemütlich, alles perfekt vorbereitet. Wenn ich mit einem Partner unterwegs bin, also wenn wir zu zweit unterwegs sind, hat der Angler, der hier schläft, hier sein komplettes Gewand und Ausrüstungsgegenstände drin. Und der Angler, der auf der anderen Seite schläft, in der gegenüberliegenden Kiste. So kann man ganz bequem auf dem Boot leben, mehrere Tage auf dem Wasser verbringen und hat alles irgendwie an Ort und Stelle ordentlich verpackt. Hier vorne folgt dann mein Steuerstand, ein schöner großer Steuerstand, der auch ein bisschen Wind und Regen bei Fahrt nimmt. Hier oben mit einer Scheibe drauf, die mein Echolot schützt. Wir gehen mal außen rum. Da zeige ich euch das mal, wie das aufgebaut ist. Hier seht ihr es, ja. Mein neues Garmin, noch ganz sauber jetzt. Das wird sich aber ändern. Bald ist es auch ein bisschen verschmiert und verdreckt. Gehört aber zum Wallerangeln dazu. Hier ist mein Steuerstand mit den Armaturen. Hier die ganzen Motoranzeigen. Hier meine elektronischen Knöpfe, die verschiedenen Funktionen zugewiesen sind. Ganz oben ist die Beleuchtung, rot-grün und das weiße Toplicht hinten. Der nächste Knopf ist für die Pumpe, um das Wasser, das Regenwasser, was ins Boot reinfällt, wenn wir vor Anker liegen, auspumpen zu können. Aber die Boote, alle Swissquote-Boote, sind selbstlenzend. Also ihr könnt auch komplett den Stopfen hinten rauslassen. Wenn ich allerdings jetzt vor Anker liege und nicht unter Fahrt bin, habe ich ihn lieber drin. Den Stopfen, den Ball, zeige ich euch jetzt doch schnell. Dazu gehen wir einmal ums Boot herum und an der linken Seite hier ist die Lenzung. Das ist so ein Ball. Den könnt ihr oben über einer Schnur festziehen. Dann ist der fest am Bootskörper montiert, kommt kein Wasser mehr rein, kein Wasser mehr raus, wie es zum Beispiel beim Rückwärtsfahren der Fall wäre. Und in diesem Fall pumpe ich dann über meine Pumpe, die hier schön im Bootsinneren versteckt ist. Ich hebe euch das mal hoch und zeige euch das mal. Wenn ihr mal selber Wasser abpumpen wollt und das Boot bzw. die Lenzung geschlossen habt. Auch die ist ganz toll verbaut, richtig rustikal, kann man drüber laufen. Und oben drin dieser Filter, der den Dreck auffängt, dass kein Laub oder irgendwas in den Bereich geht, wo die Pumpe arbeiten muss und kein Dreck sich da sammelt, der die Pumpe verstopfen kann. Hier im hinteren Bereich habe ich auch noch zwei große Staufächer. In beiden Fächern habe ich Sachen, die ich permanent brauche drin, wie zum Beispiel Ausrüstung zum Wallerangeln oder Trinkflaschen. Oder Lebensmittel, weil es hier hinten bleibt immer schön kühl drin. Momentan sieht es da jetzt noch ein bisschen unordentlich aus. Das wird jetzt aber alles aufgeräumt und dann wieder neu hergerichtet, ordentlich gemacht, bevor es wieder aufs Wasser geht. Vorm Lenkrad mein großer Steuerstand-Sitz. Habe ich extra in einer größeren Version gewählt, weil ich auch manchmal gerne mit meiner Freundin oder mit dem Angelpartner zusammen drauf sitze, abends im Abendrot den Sonnenuntergang genieße. Hier ist auch ein Haufen Platz drin und auch noch eine Batterie verbaut. Ein Haufen Gebrauchsartikel liegen da drin rum. Und hier drin liegt auch die komplette elektronische Schaltung, um mein Boot mit Strom zu versorgen oder komplett tot zu schalten, wenn ich es nicht in Gebrauch habe.
Das Tolle an diesem Steuerstand ist, der ist so ein bisschen multifunktional einsetzbar. Beim Fahren kann ich mich hier schön anlehnen und beim Sitzen oder wenn ich vor Anker bin, kann ich das Ganze rückwärts gestalten, kann ich mich auf der anderen Seite anlehnen, die Füße schön auf den Motor hochlegen und hinten raus angeln. Motorisiert habe ich mein Swisscat mit einem 115 PS Yamaha Motor. Ist ein ganz zuverlässiger, toller Motor, der auch ein bisschen Bums hat, damit ich gut vorankomme. Mein Boot läuft so knapp 70 Sachen Strom ab und 60 km/h Strom auf. Wichtig für mich der große Motor ist, weil ich hier öfters Gäste oder viel Gerät an Bord habe, dass ich einfach schön schnell in die Gleitfahrt komme. In den meisten Fällen beim Angeln fahre ich keine Höchstgeschwindigkeit, sondern fahre lieber spritsparend, so bei 35, 40 km/h schön in Gleitfahrt zu meinem Angelplatz und komme da wirklich gut und sehr zuverlässig voran. Der Bootskörper meines Swisscats, das erkennt ihr hier schön, ist ein Doppelrumpf-Semikatamaran. Das ist eine patentierte Entwicklung der Firma Swisscat. Und durch diese Form ist das Boot sehr spurtreu bei Fahrt, bricht und schneidet sehr schön Wellen, also optimal geeignet für die Fischerei auf großen Industrieflüssen, wo viele Boote fahren, oder auch auf großen Seen, wo schnell durch Wind Wellen entstehen können. Das Boot ist sehr schön ausbalanciert auf dem Wasser, also es schwankt kaum, wenn sich Personen auf unterschiedliche Bootseiten bewegen. Und der Bootskörper, der Semikatamaran, ermöglicht uns das Vordringen in ganz flache Wassergebiete. Ja, das ist ganz wichtig für Angler oder auch für Rettungskräfte, Feuerwehr, DLRG oder andere Spezialeinheiten, die auch ihre Boote bei der Firma Swisscat in der Aarewerft bauen lassen und den unterschiedlichsten Bedürfnissen dann dort auch vor Ort anpassen lassen. Das komplette Boot besteht aus einem doppelten Bootsboden, in den viele kleine Luftkammern durch ein PET-System eingelassen sind. Das ist eine ganz spannende Sache. Ich probiere euch das mal hier zu zeigen auf dem Foto hier im Katalog. Hier sind ganz, ganz viele PET-Flaschen nebeneinander gesetzt worden und diese wurden dann schichtenweise zulaminiert und das garantiert natürlich auch eine Unsinkbarkeit des kompletten Bootes. Also selbst wenn ihr mal richtig Wasser schöpft, das Swisscat wird nie untergehen und das gewährt uns Anglern oder Wassersportlern natürlich eine enorme Sicherheit. Ich denke, ich habe jetzt genug über mein Bootsmodell, mein Bootstypen, den ich bei dem harten Wallerangeln im Einsatz habe, euch erzählt. So ein bisschen, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. Das Spannende ist oder das Gute ist, die Boote, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, werden in der Schweiz hergestellt. Für Angler, aber auch für alle möglichen Firmen oder Einsatzgruppen wie Polizei, DLRG, Feuerwehr. Also es sind richtige Arbeitsboote. Und für viele war immer der Weg in die Schweiz zu weit. Die haben dann auf der Messe mein Boot gesehen, aber man will sich ja auch so ein Boot hier mal anschauen, bevor man da über so einen Kauf von so einem Boot nachdenkt. Und das Spannende ist, mit dem Christopher Gräf haben wir einen geilen Deal erreicht mit der Familie Lehmann, der Aarewerft, Swisscat. Und er wird auch zeitnah, du wirst auch zeitnah Swisscat-Boote jetzt hier ja, haben. Ja, die ersten sind bestellt. Die ersten Boote sind bestellt und jetzt sind wir noch ein paar Sachen am Fein abstimmen. Ne? Genau. Und das ist halt für alle diejenigen, die kein Aluboot haben wollen, sondern ein GFK-Boot, vor allen Dingen für hier die Gewässer bei uns zu Hause, bei dir vor der Haustür liegt der Rhein. Ne? Ja. Ein Industriefluss, viel Wellen, aber auch ein geiles Gewässer zum Bootfahren, zum Spaß haben, zum Welsangeln, zum Hecht- und Zanderangeln. Und da sind diese Boote natürlich für gemacht. Und in Zukunft werde auch euch die einzelnen Schalen hier beim Christopher direkt in der Firma anschauen können. Wahrscheinlich wird es auch einen kleineren Testcenter geben, dass Probefahrten möglich sind. Und das ist doch eine geile Sache. Braucht ihr nicht mal in die Schweiz gurken, sondern habt hier in Deutschland einen geilen Ansprechpartner. Vorhin habe ich was von Alubooten erzählt. Guck mal, wie es hier aussieht. Da stehen die verrücktesten Sachen. Und jetzt gehen wir erstmal zu Christoph, seinem Mod-Instrument, will ich es mal nennen, rüber. Also da baust du dir schon was Verrücktes wieder zusammen hier. Das ist nochmal eine andere Liga. Guckt euch mal den Motor an, der ist größer als ich. Guckt euch mal dieses Ding an. Kann ich mich hinten dran verstecken. Nenne ich Männermotor. Aber interviewen wir mal Christoph, was es damit auf sich hat. Denn ich glaube, das ist dem sein Privatspaßmobil hier.
Also es ist Lund Provi Bass 2075, das ist mein privates Boot mit einem 300er V8 von Mercury mit 4,6 Liter. Und ja, wir fischen damit die World Predator Classics und die Predator Tour. Also wenn wir unter Vollspeed fahren mit dem Boot, dann erreichen wir ungefähr so um die 110 km/h. Wer halt zuerst am Spot ist, fängt. Ne? Guter Motor, gute PS-Zahl, gute Platzierung. Ne? Also hier bauen wir jetzt gerade im Thomas Engert sein Boot zusammen mit einem neuen 200 PS V8. Minn Kota Ulterra, zwei neue Hummingbird Echolote, komplett neues Rigging. Und dass er auch wieder fit ist fürs Turnier und für die Fischerei. Auch einer von den bekanntesten Turnierangler, wo wir haben jetzt in Deutschland. Und sehr erfolgreich vor allen Dingen in den letzten Jahren. Da ist noch einiges an Arbeit geboten. Aber das ist ja geil, ne? Das könnt ihr alles hier aus einer Hand machen lassen. Wahnsinn. Sowas kann ein normaler Angler nicht. Ja, also einen Motor draufhängen und Gas geben, das kann jeder. Aber wenn es dann hier so an die Feinheiten geht oder Echolot-Installation und Bugmotorinstallation und so weiter und so fort, da müsst ihr schon in eine professionelle Werkstatt, um auch später auf dem Wasser Spaß zu haben, dass euch der ganze Zeug hier nicht, was ja auch wirklich Geld kostet, um die Ohren fliegt, dass es wirklich alles in Feinabstimmung funktioniert. Dann hast du ja noch ein paar ganz interessante Boote, so im kleineren Bereich oder auch, muss man ja ehrlich sagen, für einen kleineren Geldbeutel. Es kann sich ja nicht jeder und will sich auch nicht jeder aus Platzgründen so eine Riesenschüssel leisten oder auf den Hof stellen. Aber hier sind ja so ein paar Boote, die kann eigentlich jeder auch mit einem VW Golf locker ziehen, ne? Schön transportieren. Und das sind ja auch wirklich coole, schöne, rustikale Aluboote. Wir sind momentan am Zusammenbauen hier Motorkraftboote. Haben wir jetzt zwei Stück, eins mit Steuerstand, eins mit Pinne. Die beginnen dann mit Motor und Trailer so bei 10.000, 10.500 Euro, was ja für jeden halt auch machbar ist, so vom Betrag her, auch für jedes Auto ziehbar und alles. Haben auch momentan noch den Lund Fury, den Special Deal mit einem 15 PS und einem V-Liner für 15.999. Da haben wir jetzt momentan gerade für jeden Geldbeutel was da. Und ihr seht, qualitativ, schöner Ausbau, schöne Schale, sehr stabil gemacht. Und das ist ja auch wieder ganz interessant. Hier seht ihr eine relativ nackige, offene Schale. Interessant für einen Karpfenangler oder auch für mich zum Welsangeln, zum Klopfen. Da brauche ich nicht viel Schnickschnack an so einem Boot. Und hier drüben baut der Christoph gerade für einen Kunden die gleiche Bootsschale auf für den Spin-Bereich. Ja, da ist schon ein bisschen mehr Technik dran, von einem Bugmotor drauf. Hier hinten ein gemütlicher Drehsitz, um schön vertikal angeln zu können oder mit der Spinnrute unterwegs zu sein. Hinten der Talon-Anker. Gleiche Schale, Steuerstand nur drin. Hier drüben habt ihr eine Handpinne, ne? Und ein paar andere Accessoires draufgebaut. Und so entsteht dann wirklich nach den Wünschen der Kunden ein ganz spezielles, auf den Angler abgepasstes Traumboot. Ja? Geil. Das ist ja echt absoluter Wahnsinn. Guck mal dieses Ding da hinten. Ja? Dieser Motor war drauf, der wird jetzt ausgetauscht. Wie groß das ist. Ja? Wie, was für Riesenmotoren. Ne? Aber klar, bei den Wettkämpfen ist wahrscheinlich wirklich Vorsprung, wer am schnellsten am Angelplatz ist, wird auch, wenn er ein bisschen angeln kann, aber das denke ich ja bei den Turnierteilnehmern, der hat natürlich auch die besten Chancen, da was abzuräumen. Hier steht übrigens noch ein Swisscat von einem guten Bekannten von mir in der Dark Edition, schwarzes Boot, ganz geile Sache. Und auch hier seht ihr, gibt es ganz spezielle Aufbauten, wie man es haben will. Der hat sich da so ein Sonnendeck drauf gebaut, ganz in schwarz gehalten. Ansonsten von der Größe genau gleich wie meins. Eine wirklich coole Sache, also da bleiben auch keine Wünsche offen. Und jetzt gehen wir noch mal raus, da stehen auch wirklich ein paar spannende, verrückte Boote auf dem Hof. Denn ihr könnt auch eure Boote, egal was für ein Hersteller, was für eine Marke, was da für Riesenlöcher drin sind, weil ihr euch nicht richtig drum kümmert, zum Chris bringen. Und jetzt gerade im Frühjahr hat der Hauptsaison, weil alle jetzt bald wieder aufs Wasser starten wollen und dann natürlich zuverlässiges Material brauchen. Guck mal hier diesen Rennschlitten an. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ein ganz spannendes Teil, ne? Hier steckt, glaube ich, noch richtig viel Arbeit drin. Hier vorne noch ein Kajütboot, das haben jetzt auch dir kürzlich Kunden vorbeigebracht, ne? Was hast du da gemacht oder was steht da an? Ja, da ist jetzt ein neuer Motor draufgekommen, neues Echolot, gerade so ein kleiner Kartenplotter halt, dass man die Tiefe alles abmessen kann mit GPS. Ja, ein paar Restaurierarbeiten, neue Lichter, Mast neu verkabelt, alles einmal neu gemacht. Ne?
ja, dass die Jungs oder auch die Familien, die damit unterwegs sein wollen, eine gute Zeit haben und einfach Spaß auf dem Wasser. Darum geht es ja auch. Hinten dran ein schöner neuer Mercury draufgekommen. Genau, und dann geht es schon wieder los. Also ihr könnt auch eure gebrauchten Boote hierher bringen, Motordurchsicht machen lassen, Löcher flicken, ja, alles was so anfällt, damit ihr auf jeden Fall safe seid auf dem Wasser. Hier drüben steht auch größere Kategorie. Also alle möglichen Boote werden hier beim Chris Bootssport Kreef instand gesetzt und so in Schuss gehalten, dass ihr sicher auf dem Wasser unterwegs seid. So, und jetzt montieren wir noch meinen Geber, damit das weitergeht. Der neue Geber ist montiert und jetzt haben wir hier einen Haufen Kabellage, mit der wir vorne an den Strom müssen. Und diese Kabellage mit dem fetten Stecker hier muss jetzt natürlich auch wieder hier durch. Das alte Kabel wird jetzt hier rausgezogen vom alten Geber. Und Fritz hat ein ganz spannendes Hilfsmittel, um das Kabel später im Bootskörper zu verlegen. Das zeigt man euch jetzt nochmal, was er da genau macht. Das ist so ein Kabelschoner. Ich stecke das Kabel hier rein. Macht hier gerade ein Isolierband rum. So kann man das Kabel mit Stecker durch relativ enge Kabelkanäle und dergleichen ziehen, ohne dass der Stecker beschädigt wird. Weil je mehr Zug drauf kommt, desto stärker wird der Stecker im Prinzip gepresst und somit ist die Haltekraft gegeben. Der Schutzstecker hier, dass kein Wasser eindringen kann, wird jetzt entfernt. Hier im Swisscat Seder kommt dann das Kabel wieder raus. Das wird jetzt alles gezogen, geht dann innen durch den Kabelbaum, durch die Kabelführung, vor den Steuerstand und da wird es verbunden. Also bei dem Boot sind auch diese Kabelkanäle schön groß ausgearbeitet, dass die Monteure da keinen großen Stress haben und kein großes Gewurstel. Lass man da jetzt mal schaffen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder hier in der Werkstatt, wenn das nächste Anbauteil kommt. Ich kann euch ja schon verraten, was es sein wird. Ein Hubmotor kommt jetzt noch aufs Boot zum aktiven Angeln auf Wels oder auch zum Spinnfischen auf diverse Raubfische. Das ist für mich eine große Hilfe. Und da werden wir euch dann zeigen, auf welche Sachen man achten muss bei der Montage des Bugmotors und mit was für einer Stromversorgung ich den Motor antreiben werde. Heute geht's weiter, denn jetzt geht's bald los. Ich will aufs Wasser, die Touren stehen kurz bevor. Hier steht mein Boot, das Echolot ist perfekt montiert. Der neue Geber ist drauf. Das haben sie richtig gut gemacht. Alles schön wasserdicht verlegt, perfekt die Kabel gezogen. Super Sache. Hier hinten drauf kommt noch ein neuer E-Motor. Ein Motor fürs Heck, den werde ich euch noch in Ruhe vorstellen. Aber vorne auf mein Boot, da kommt ein Bugmotor. Der ist ganz wichtig für mich zum Vertikalangeln auf Wels, aber auch zum Raubfischangeln, zum Hechtangeln, zum aktiven Angeln, um mein Boot perfekt an Ort und Stelle halten zu können. Und da stande ich vor der Qual der Wahl. Es gibt drei super Bugmotoren, die für mich in Frage kamen. Das ist auf der einen Seite unser Rhino-Bugmotor. Zweitens der Garmin-Bugmotor und drittens der Minn Kota-Bugmotor. So, jetzt habe ich natürlich alles probiert, hin und her gedoktert. Der Rhino ist leider rausgefallen, weil er für meine Bootsgröße und für mein Bootsgewicht leider nicht genug Leistung hat. Der Rhino-Motor besticht halt durch sein Superpreis-Leistungsverhältnis, aber wie gesagt, für die Bootsgröße komme ich nicht hin. Dann natürlich der Garmin, das Flaggschiff. Habe ich mir auch bestellt, doch dann hier vor Ort bei der Montage haben wir gemerkt, boah, er hat überhaupt keine Montageplatte. Das bedeutet, den Garmin muss ich permanent fest auf meinem Boot montiert lassen. Der ist fest auf dem Boot montiert und das kommt bei mir leider auch nicht in Frage, weil ich mein Boot auch viel zum passiven Angeln benutze, wo ich auf dem Boot schlafe, wo ich das Bootszelt aufbaue und da kann ich natürlich so einen riesen Bugmotor hier überhaupt nicht gebrauchen. Ich brauche eine flexible Möglichkeit, Bugmotor drauf, aktives Angeln, Bugmotor wieder ab,
und passives Angeln. Bootsangeln, auf dem Boot schlafen, normales Wallerangeln. Ja. Und da bin ich jetzt auf folgendes Modell gekommen. Tara! Es wird der Minn Kota Terowa iPilot mit einer flexiblen Montageplatte. Und wir zeigen euch jetzt mal, wo die Montageplatte genau am Boot angebracht werden muss, damit später die Funktion des Motors super funktioniert. Denn bei mir vorne auf dem Boot ist ja noch eine Ankerwinde, das Halteseil für den Anker. Und diese Sachen brauche ich ganz wichtig bei meiner Fischerei. Also das können wir jetzt einfach nicht demontieren, weil ihr seht es jetzt schon hier drüben bei den ganzen Bassboats. Hier ist der Motor relativ mittig gesetzt. Hier ist der Motor mittig gesetzt. Die Bassboats haben keine richtige Ankerwinde, Ankerplatte obendran. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich muss ankern am Ufer, mitten auf dem Fluss. Also ich brauche meine Ankerplatte hier vorne dran. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das lösen können. Da wird noch einiges gewurschtelt, ne? Kommt zwar frisch aus dem Paket, aber der Fritz hat hier noch gut Arbeit. Du montierst gerade die untere Platte, die Gegenplatte zur Montageplatte. Ne? Von der Schraubzusammenschraubbarkeit etwas beengt, der Platz. Also man muss schon teilweise mit der Zange die Muttern auf die Schraube stecken. Weil man kommt dazwischen drin mit den Fingern kaum rein. Da ist man schon gut beraten, wenn man nicht gerade der Supermechaniker ist, wie ich zum Beispiel. Ja? Wenn man dann in die Werkstatt seines Vertrauens geht und dort durch fachmännische Hilfe in den Startphasen der Motormontage Unterstützung hat. Fritz montiert jetzt noch die untere Platte und dann kommen wir zu einem ganz interessanten und auch wichtigen Punkt, der euch sicherlich auch weiterhelfen wird und kann, denn die genaue Position des Motors vorne auf eurem Bootsbug festzulegen. Wir sind jetzt gerade an der Positionierung, damit später auch alles perfekt passt. Und wie gesagt, ja, meine Ankerklappe oder meine Ankermöglichkeit muss ja da bleiben. Ich habe jetzt hier nochmal einen Chef dabei. Auf welche Seite kommt denn überhaupt so ein Bugmotor? Kommt der links, rechts, ist das egal, weil die meisten Bassboote hier haben ja alle so nach links weggeneigt. Ja, die Positionierung ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Es ist nur bei kürzeren Booten halt so, dass man halt von hinten dann links rausfischt, vertikal zum Beispiel, und vorne halt rechts. So, sage ich mal, argumentieren es jetzt die meisten für sich selbst. Aber ansonsten ist es von der Ankerung her unwichtig eigentlich bei so kleinen Booten, wo der jetzt sitzt. Aber er muss halt auf jeden Fall auf dem Bug sitzen, denn es ist ein Bugmotor. Genau, kannst du denn mal ein bisschen was kurz uns oder auch mir, ist ja für mich jetzt auch ein relativ neues Metier, du bist ja ein erfahrener Wettkampfangler, der schon lange so Motoren nutzt, ein bisschen was zu dem Motor kurz erzählen, warum der jetzt genau der richtige ist. Also für mich war ja wichtig natürlich, relativ wenig Gewicht, dass ich ihn auch tragen kann, abmontieren kann, die schnelle Montageplatte an- und abbauen auf dem Boot ohne große Probleme. Aber was zeichnet jetzt dieses Modell aus? Was kann das Modell? Das ist halt einer von der neuen Serie, jetzt ein BT, das ist ein Bluetooth-Motor. Ne? Er ist leicht, er ist leise und hat halt durch diesen Heading-Sensor hinten, also dieser Kompass, hat er halt auch eine genaue, also eine punktgenaue Ankerung. Und das zeichnet momentan eigentlich die neue Serie für Minn Kota aus. Ne? Also was bedeutet Kompass? Kommt noch neben dem Motor noch ein anderes Bauteil an mein Boot? Ja, ein Heading-Sensor. Das habe ich noch nie gehört. Der wird jetzt nochmal extra am Boot verbaut. Genau, ziemlich mittig hinten vom Boot. Das ist jetzt dieses Anbauteil. Und der wird jetzt eigentlich ziemlich zentral gesetzt hinten. Bei schmaleren Booten ist es jetzt nicht unbedingt so dramatisch, wenn er weiter links oder ein bisschen weiter rechts sitzt. Durch das, dass der ja praktisch die Kommunikation dann hat. Was heißt Kommunikation? Was macht der? Für was ist das Ding da? Der sorgt praktisch dafür, dass das ganze Boot gerade bleibt, wenn er ankert. Das ist praktisch. Also steht mein Boot, wenn ich jetzt in der Strömung unterwegs bin, will Ankerfunktionen machen zum Spinnfischen oder zum Vertikalangeln, hängt's, also stellt sich es ganz gerade rein durch diesen Sensor. Das macht genau. Der Motor dann alles automatisch. Genau. Das, sage ich mal, ist cool. Mein Boot hat ja jetzt einen relativ schweren Motor drauf und auch gutes Gewicht aufgrund der rustikalen Bauweise. 6,30 Meter lang.
Wie viel Schubkraft hat er oder Lips oder Kraft hat jetzt also dieser E-Motor? Der Motor hat 80 Lips, das sind 24 Volt, ein iPilot, ne? Ja, reicht auf jeden Fall aus für das Boot, ne? Also das Boot ist jetzt nicht so arg schwer, aber 24 Volt ist für das Boot jetzt ausreichend, ne? Ja, bin echt wirklich gespannt. Und zur Stromversorgung kommen wir noch, weil viele Angler haben ja sofort Angst. Oh, 24 Volt, da brauche ich zwei große Batterien, die muss ich rumschleppen oder im Boot verbauen, dann fährt es blöd, weil zu viel Gewicht drin ist. 12 Volt ist mir da lieber, aber da haben wir eine mega mäßige Lösung. Und ich bin auch mega happy. Das stelle ich euch nachher vor, wenn das Ding montiert ist. Jetzt gehen wir erstmal an die Montage. Von der Position her haben wir jetzt drüber gesprochen, wie weit oder gibt es irgend jetzt eine Faustregel, wo der Motor ungefähr im Bereich Kante Motor montiert werden muss, dass er auch später die richtige Funktion erfüllt? Also wir montieren den jetzt so, dass mindestens mal eine fingerdicke Breit Platz ist zwischen Schaft und Bug vorne. Dass das auch noch ein bisschen Spiel haben kann. Stärkere Wind, Wellegang und sowas drückt den Motor halt noch ein bisschen dran. Das heißt, so fingerdick, das muss nicht mein Finger sein, so dick, aber es haben uns schon so eine normale fingerdicke Breit, ne? Und dann passt es. Hier diese Öffnung muss frei bleiben dann. Die Position für den Motor ist perfekt gefunden und ihr seht, es passt auch vorne mit meiner Ankerklampe, ja, das ist ganz wichtig für mich. Und das Geilste finde ich dieses Stück hier. Das ist dafür verantwortlich, dass der Motor flexibel auf dem Boot genutzt werden kann. Vor allem für die Leute, die ihr Boot auch mal am Hafen liegen lassen, aber nicht den Motor drauf lassen wollen oder wie ich viel auf dem Boot schlafen. Denn dieses Ding hier ist bombenfest, also richtig hart. Und wenn ich jetzt passives Angeln mache vom Boot, zum Beispiel mit dem Bootszelt oder reines Wallerangeln oder mit Schlamm in Berührung kommen und den Motor nicht drauf habe. Hier kann ich mit meinen Wanderschuhen drüber schlappen. Das ist das einzigste Teil, was vorne auf dem Boot zurückbleibt, wenn der Motor nicht in Benutzung ist. Und das ist eine coole Sache. Aber bevor jetzt Löcher in mein Boot gemacht werden für die Montageplatte, fixiert Fritz alles jetzt hier nochmal die exakte Position des Motors mit Klebestreifen und dann kommt der Akkuschrauber. Habe ich schon ein bisschen Bammel davor. Aber ich bin mir sicher, Bootssport Gref wird das so machen, dass es auch passt. Nicht, dass irgendwann mein ganzes Boot absäuft. Zur Festlegung der Position der Montageplatte kann man hingehen. Doppelseitiges Klebeband, zur Not ein Stück Kaugummi oder Karosseriekit, irgendetwas, was etwas klebrig ist. Und dann auf die Unterseite der Platte. Ich nehme jetzt ein Stück Klebeband, mache das da drauf. So. Setze den Motor auf meiner vorher festgelegten Position ab. Und nun sollte die Platte eigentlich auf Position sein. Die Position ist jetzt perfekt angepasst. Fritz hat mir noch eine zweite Bohrung auf die Montageplatte gesetzt, um die Platte auch wirklich richtig optimal auf mein Boot zu montieren können. Und jetzt kommen Löcher rein ins gute Swisscat. Jetzt geht's los. Aber hier sieht man schon, also absoluter Wahnsinn, was das für ein Material ist. Ja. Da reißt nichts, da bricht nichts. Die Löcher sind drin, passt alles perfekt. Fritz hat jetzt nochmal komplett den Bereich um die Platte außenrum abgeklebt. Denn bevor wir jetzt die Platte verschrauben, kommt noch eine Dichtmasse drunter, dass die Platte noch schön mit dem Bootskörper verbunden wird, dass die Schraubenlöcher abgedichtet sind, dass da nirgendwo Wasser eindringen kann. Und da sind wir mal gespannt, was er da jetzt benutzt. Früher hat man ja Silikon und sowas genommen, aber heute im Wassersport gibt es natürlich viel, viel geeignetere Materialien. Zum Eindichten der Fläche nehme ich ganz gerne ein MS Polymer. Das Material lässt sich relativ leicht verarbeiten und hat eine teilweise vierfache Haltbarkeit gegenüber eines Polyurethans.
seht, wie großzügig Fritz jetzt auch um die Schraubenlöcher rumgeht. Ganz wichtig, denn überall dort, wo Öffnungen im Bootskörper sind, kann natürlich Wasser eintreten. Und das wollen wir verhindern. Deswegen wird hier schön großzügig gearbeitet, damit später wirklich alles richtig safe ist. Auch die unteren Unterlegscheiben, die auf die Löcher draufkommen, die unten aus dem Boot herauskommen, werden mit der Dichtmasse gut benetzt. Jetzt wird die Montageplatte richtig haltbar hier auf dem Boot verschraubt. Das sieht alles mega gut aus, stabil und sehr professionell. Ich zu Hause hätte das nie im Leben so hingekriegt. Da wäre alles krumm und schepp geworden. Aber mir fällt gerade auf, dass mein Boot von unten etwas dreckig noch ist. Ja. Aber jetzt kommt es ja bald wieder ins Wasser und dann geht der Dreck ab. Den Dreck unter dem Boot sieht man genauso wenig wie den Dreck unter den Schuhen. Das haben wir, besser gesagt Fritz, doch super gemacht. Bombe fest und allein die Verankerung hier. Splint raus, Griff rausziehen, Motor abmontieren, in die Garage oder ins Auto legen. Und wenn ihr ihn braucht, Motor draufsetzen, Griff rein, Splint drauf. Sehr gute Lösung für mich. Und es war natürlich auch ganz wichtig, die Länge des E-Motors hier mit einzubeziehen. Die mittlere Klappe bei mir geht perfekt auf. Und beim Vertikalangeln hat man oft sein ganzes Zeug dann in diesen Staufächern verstaut. Und die hintere Klappe hier haben wir auch mega gut gelöst. Achtung! Schaut euch das mal an. Das ist Maßarbeit. Ja. Kommt überall gut dran. Motor stört überhaupt nicht. Beim Fahren können sich die Gäste oder auch ich hier den Proviant rausholen oder die Angelköder. Sehr, sehr gut. Präzise montiert. So, nach der perfekten Montage vom Bugmotor jetzt, zeige ich euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Hier haben wir das Pedal zum Runterklappen. Das ist hier zum Fixieren für die Tiefe, dass ich auch gucke, wie weit muss ich runter beim Fischen oder hoch. Je nachdem, wenn ich die Schraube hier dann anziehe, dann ist das alles fest. Und dann kann ich den einen. Das ist eine gute Frage, sorry, dass ich dich unterbreche. Wie tief muss denn der Motor, ich stelle mir ja nur einmal die Tiefe ein, wenn ich jetzt in normalen Wassertiefen unterwegs bin. Und wie tief sollte denn der Motor beim Angeln im Wasser hängen? Gibt da jetzt keine Faustformel dafür, es hängt natürlich vom Boot ab. Ne? Also wenn ich jetzt ziemlich tief ausgefautes Boot habe, dann muss er natürlich ein bisschen weiter runter, zwecks Ansteuerung natürlich. Also bei dem Höheverstellbaren merkt ihr ganz schnell eigentlich, ob ihr richtig seid oder nicht. Allein schon vom Ansteuern her, Kraftübertragung halt auf den Rumpf, ob es schön läuft, beziehungsweise ob er laut ist, ob er hochkommt, ob der Propeller frei ist oder halt unter Wasser ist. Ne? So, und wenn du fertig bist, Stefan, gerade hochklappen, fertig. Top! Und jetzt kommt noch dieser Kompass, irgendwas war ja da, was noch hinten ans Boot muss, damit das Boot immer schön gerade in der Strömung steht. So, dieses Teil wird jetzt noch am Heck vom Boot verbaut. Also, wie hast du erklärt, es muss genau in der Linie sein. Genau, dass das, zum Motor. Dass die Bootslinie zum Motor ist. Und da werde ich hier diesen Bereich wählen. Das ist hier eigentlich der perfekte Platz. Da läuft keiner rum, obwohl der richtig rustikal hier verbaut ist. Aber hier werden wir den jetzt einsetzen, mit der Batterie verbinden. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass mein Boot immer kerzengerade auf meinem Angelplatz stehen bleibt. Aber was nutzt einem so ein leichter Motor, 24 Volt, wenn man jetzt zwei mega schwere Batterien zusammenschalten muss und die entweder immer ins Boot schleppen muss oder noch vorne in sein Boot verbauen muss? Chris, was haben wir für eine Möglichkeit? Du hast irgendwas gesagt, du hast dir was überlegt mit einer guten elektronischen Versorgung für mich. Guck mal, was ich hier habe.
Was hast du denn hier angeschleppt? Ja, ein schöner 24 Volt Jarozell, 50 Ampere. Ne? Hast du gesehen, wie leicht ich das rumgetragen habe, das Ganze? Wiegt jetzt 13, 14 Kilo mit Koffer. Moment. Ja. 24 Volt, ich brauche ja zwei Koffer dann. Ja. 24 Volt in einem Koffer drin? Genau. Also keine zwei Batterien mehr schleppen? Keine zwei Batterien mehr. Ein Koffer, 24 Volt, 50 Ampere. Mega, mega Lösung. Ja, ich habe jetzt schon gedacht, ja, dann ersten und dann den zweiten. In einem Koffer 24 Volt, 50 AH. Guck mal, vorbei sind die Zeiten, irgendwelche riesen Batterien zu schleppen. Alles in einem Koffer drin, der komplett ist wasserdicht alles, ne? Alles komplett? Komplett wasserdicht. Anstatt 60 Kilo. Was ist denn das hier? Das sind jetzt USB-Buchse noch und Zigarettenanzünder, also 12 Volt Steckdose. Also das ist ja, ich zeige euch das mal hier ein bisschen, das ist ja der absolute Wahnsinn, ja. Alles dabei. 12 Volt Steckdose, Handy laden, Kamera laden, E-Motor dran stecken. Und für mich ganz wichtig, ich bin damit sehr, sehr flexibel. Wenn ich den E-Motor nämlich nicht brauche, brauche ich dieses Ding auch nicht in meinem Boot und kann es schnell rausschleppen. Ja? Ich muss hier nichts verbauen. Und wenn ich ihn brauche, trage ich es runter, federleicht, für das, was er kann. Also da bin ich jetzt wirklich, also da bin ich jetzt begeistert. Ich habe jetzt gedacht, zwei Batterien, Hin- und Herschlepperei, wieder Riesenaktion. Du nutzt ja diese Jarozell-Akkus schon länger auf deinem Boot. Ja. Ne? Mhm. Wie lange kann ich denn, weißt ja, wie so ein normales E-Motor-Angeln aussieht, wenn du am Tag 4-5 Stunden mit dem Ding fährst. Was schätzt du, wie lange ich den betreiben kann, ohne nachzuladen? Ja, ohne normalen Gebrauch 7-8 Stunden. Ne? Denn in der Akku, also wirklich unter Dauerbetrieb. Ne? Ja. Aber jetzt beim normalen Angeln, 4-5 Tage, komme ja, ich ohne Probleme hin. Ne? Ja, beim ganz Richtungswechsel. Also das ist jetzt wirklich dann schon 7-8 Stunden bei sehr aktiven Aufschlag. Wenn ich nur mit dem Boot über den E-Motor fahre. Genau, ne? Genau. Also das ist doch wirklich eine sehr, sehr geile Lösung, sehr flexibel und vor allen Dingen, wenn ich Karpfenangeln gehe oder am Ufer sitze beim Welsangeln, die ganzen elektronischen Sachen auch von meinen Gästen, das ziehen die mir nicht leer. Kann jeder sich hier dranhängen und alles laden, was er braucht. Also da bin ich wirklich begeistert und vor allen Dingen auch vom Gewicht her. Ja, ganz flexibel einsetzbar, eine coole Sache. Weil diesen Akkukoffer werde ich dann auch immer hier draußen gerade im Boot stehen lassen, stelle ich mir hier vorne hin, dass er mich beim Fahren nicht behindert. Ja. Und bin perfekt am Ufer und auch beim Einsatz vom E-Motor gerüstet. Ja, Stefan, aber das sind ja zwei Akkus. Du brauchst hier noch was für den Betrieb, für deine Echolote, für dein Elektrosystem, für dein Zelt, für deine Handys, Laptop. Was ist das jetzt? Das gleiche nur mit 12 Volt? Das ist 12 Volt, 100 Ampere jetzt. Ne? Also jetzt bin ich definitiv ausgerüstet und kann in der Wildnis bleiben, solange ich will, ja. Selbst Kabelfernsehen ist jetzt kein Problem mehr. Satellitenfernsehen meine ich natürlich. Na, das ist ja mega cool. Also auch, es gibt auch die 12-Volt-Alternative für den Einsatz vom normalen 12-Volt-E-Motor. Genau. Und für das normale Leben auf dem Boot, ja. Da brauche ich dann immer so viel Verbraucher, auch die gleichen Anschlüsse hier an der Seite. Also besser geht's ja nicht. Besser geht's ja wirklich nicht. Mehr Kapazität geht nicht in dem Gewicht, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und die wiegen dasselbe fast. Ja, das merke ich. Es wiegt eigentlich gar nichts. Da macht dann sogar das Batterieschleppen plötzlich wieder Spaß. 12 Volt Jarozell für den Betrieb von 12 Volt Geräten. Das sind ja die meisten E-Motoren, Echolote, Laptop, bla bla bla, alles was euch so in Sinn kommt beim Angeln. Und dann auch die gleiche Möglichkeit hier als, guck mal, mit einer Hand, und ich bin nicht He-Man, als 24-Volt-Koffer. Für mich, für das flexible Angeln und den Einsatz, absolut Hammer. So, wie verbindet man das? Da brauchen wir dann noch, du hast ja hier gerade, sehe ich, nur so Stecksysteme, ne, wo das draufgesteckt wird. Das müssen wir noch mit dem E-Motor dann verbinden. Ne? Genau, das sind dann anders ein Stecker. Das sind dann Klickverbindungen. Die kenne ich, ja, das geht dann am schnellsten. Zack, zack, da hast du kein blödes Geschraube mehr. Alles gut, wasserdicht, solide gemacht. Und die Jarozell-Koffer hast du auch immer hier vorrätig. Die habe ich immer da. Man sieht ja hier nochmal an der Steckverbindung auch hier nochmal ganz deutlich, dass das alles dicht ist. Naja, das sehe ich. Das ist ganz toll gearbeitet. Ja. Und vor allen Dingen noch die ganzen anderen Anschlussmöglichkeiten. Ja. Ich kann ja wirklich da alles mit dran kleben, was ich will. Und diese Anschlüsse, jetzt nochmal auf den 24er zurückzukommen, kann ich auch mit 12 Volt Geräten betreiben, genau, hier an der Seite. Genau. Hier
geht auch Handy und steht ja hier der Aufkleber, aber das ist ja dann schon eine krasse Verschaltung auch da drin. Ne? Genau, das ist eine Schaltung drin, wo dann praktisch in den Ausgängen 12 Volt wiedergibt. Ne? Okay, das ist eine coole Sache. Und der Ausgang 24 Volt für meinen Motor. Genau. Fett. Richtig fett. Was mich jetzt noch bei dem ganzen Hokuspokus interessieren würde, warum wiegt das Ding denn nichts? Ja, ist in dem Fall eine Lithiumbatterie. Ne? Man kann sich auch mal angucken, wie das innen drin aussieht. Dann sieht man auch die Verarbeitung. Sieht wirklich sehr, sehr vernünftig aus. Und das ist ja auch wichtig, dass wir auf dem Wasser Material benutzen, was auf der einen Seite natürlich bezahlbar ist, aber auf der anderen Seite uns natürlich auch wirklich weiterhilft. Denn das Schlimmste beim Angeln, egal auf was für eine Fischart wir unterwegs sind, ist Material, was irgendwann aufgibt. Denn dann müssen wir auch unseren Angeltag aufgeben. Ready to rock'n'roll! Christoph, vielen Dank für den geilen Service. Ich kam wieder kurz vor knapp, wie es immer ist, ne? Aber hier wirst du geholfen bei Bootssport Gref. Die machen alles möglich, geht rucki zucki. Und wir haben für viele kniffligen Arbeiten an meinem Boot wirklich eine tolle Lösung gefunden. Denke ich auch, ne? Ich fahre jetzt angeln. Das ist wirklich das geilste Angeln. Walleangeln mit leichtem Gerät. Weiter geht's.